Moin Giorno, Freunde des gepflegten Grillens. Heute machen wir einen Hotdog, aber Leute, nicht irgendeins, den absoluten Klassiker von der Ostküste der USA. Wir machen heute einen Coney Island Hotdog. Coney Island, das ist eine Halbinsel direkt vor New York im Atlantik. So vor ungefähr vor 150 Jahren hat sich dort ein großes Vergnügungszentrum entwickelt, so mit Rummel, Vergnügungsparks und so weiter und so fort. Und da war schon vor vielen, vielen Jahren ein Mann namens Charles Feldman mega geschäftstüchtig. Der hat nämlich gesagt, Leute, wenn ihr euch da vergnügen wollt, dann habt ihr doch bestimmt auch Bock auf Hotdogs. Hat er gemacht, am Anfang aus so einem kleinen Verkaufswagen. Und mittlerweile hat er eines der größten Restaurants in den USA gegründet. Und da gehen mittlerweile über 40.000 Hotdogs jeden Tag über den Tisch. So, und diesen Coney Island Hotdog, wenn der so oft verkauft wird, dann muss der geil sein. Und den werden wir heute machen. Und hier vorne am Tisch, da zeige ich euch jetzt mal die Zutaten, welche wir dafür heute brauchen. An Zutaten benötigen wir heute Hotdog-Würstchen, Rinderhack, dann habe ich hier eingelegte Gurken, schon ein bisschen klein geschnitten, aufgeriebenen Cheddar, in Würfel geschnittene Zwiebeln, Knoblauch, hier habe ich passierte Tomaten, dann brauchen wir Senf, dann habe ich hier eine Gewürzmischung vorbereitet. Guckt unten in die Videobeschreibung, da habe ich das genau nochmal einzeln aufgeschrieben. Öl zum Anbraten und natürlich Hotdog Buns. Wenn ihr wollt, Leute, backt euch die selber, die werden bestimmt dann besser. Und nun folgt mir an den Grill, weil da geht es jetzt gleich weiter. Ich nutze heute wieder meinen Breuking Riegel, den habe ich noch nicht so lange. Und Freunde, wo ich den neu habe und den vorgestellt habe, guckt euch mal das Video da vorne an und dann legen wir mal los. Zu Beginn brauchen wir erstmal den Seitenbrenner zum Anbraten. Ich habe hier dafür eine mittelgroße Pfanne. Dann werden wir mal zünden. Und dann geben wir gleich ein bisschen von dem Öl zum Anbraten hinzu. Und das Öl ist heiß, das schlägt Blasen am Löffel. Und dann geben wir mal das Rinderhack hinzu. Das braten wir uns erstmal richtig schön krümelig an. So, wenn das Hack so ein bisschen verteilt ist, wir braten jetzt hier nicht mit Vollgas an, sondern nur so mit halber Kraft, dann gebe ich auch von der Zwiebel schon mal ungefähr die Hälfte mit hinzu, weil die andere Hälfte, die brauchen wir nachher als Topping. Aus dem Rinderhack, da machen wir uns jetzt so eine Art Chili. Denn das wird später dann das Topping für das Hotdog. So, wie man sieht, die Zwiebeln werden jetzt auch schon glasig. Dann geben wir den Knoblauch schon mal mit hinzu. Auch die Gewürzmischung, da ist so drin Chili natürlich, Salz und Pfeffer. Aber wie gesagt, könnt ihr nachlesen unten. Das rösten wir einmal ganz kurz noch mit an. Oh, das gibt nämlich schon gleich richtig schöne Gerüche. Und dann nehmen wir uns die passierten Tomaten. Löschen damit im Endeffekt ab. Ich drehe jetzt hier mal komplett runter. Wir brauchen jetzt nicht mehr so hohe Hitze. Das kann auch ganz aus. So ein bisschen geht noch. Und mit der Resthitze rühren wir uns das nochmal schön ein. So, und auch den Senf geben wir noch hinzu. Und den rühren wir auch einmal unter. Das streichen wir uns mal ein bisschen glatt hier. Denn das kommt jetzt rüber zum Nachziehen in den Grill. Bei meinem Grill habe ich jetzt im Brennraum nur den linken Brenner an. Wir sind jetzt so ungefähr auf 150 Grad.
Das sind auch die Temperaturen, die ich ungefähr erreichen will. Wir stellen jetzt die Pfanne in den indirekten Bereich. Hier ist der Brenner an, die anderen vier sind aus. Und das lassen wir jetzt mal so für 45 Minuten leicht schmuggeln. So 150 Grad, 140 Grad, 160 Grad, das passt. Und zwischendurch werde ich nochmal reingucken, ob noch genug Flüssigkeit drin ist. Gegebenenfalls geben wir noch ein bisschen Wasser hinzu. 45 Minuten ist jetzt vorbei. Es hatte richtig schön Zeit zu ziehen. Gucken wir mal rein hier. Boah, nichts angebrannt, Freunde. Geht ja auch gar nicht. Ist ja schön indirekt. Richtig schöne feste Masse. Nicht zu flüssig, das soll es auch gar nicht sein. Ein richtig schönes Chili, Freunde. Ich habe es übrigens eben nochmal abgeschmeckt. Pasta, musste nichts mehr rein. Dann mache ich das nochmal schön glatt hier. Dann erinnert ihr euch noch an die Würstchen. Die legen wir mal hier rein. Die Würstchen drücken wir uns noch mal so ein bisschen rein hier. So lassen wir das Ganze jetzt 15 Minuten weiter auf dem Grill, weil die Würstchen, die sollen jetzt schön warm werden. In 3 Minuten sind wir fertig. Ich habe jetzt hier noch mal die Hotdog Buns auf den Deckelhalter. Und die werden wir noch mal für 3 Minuten oben mit draufstellen. Ah, ich hoffe, das fällt nicht. Nein, das hält. Die rösten wir uns jetzt nochmal schön mit an. Und dann geht es gleich los zum Verkosten. Und fertig. Handschuh an. Und jetzt baue ich ihn zusammen. Meinen Coney Island Hotdog. So, ich habe mir jetzt erstmal nur 3 von den Hotdog-Brötchen fertig gemacht. Dann nehmen wir uns erstmal ein Würstchen raus. Auf alle Fälle sind die heiß, man sieht's. Und dann natürlich von dem guten Chili. Boah, das sieht fantastisch aus, Freunde. Da darf es eine ordentliche Ladung drauf. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Als nächstes natürlich Käse. Da das schön warm ist, sollte das auch ein bisschen anschmelzen. Und dann natürlich von den Gürkchen. Und Zwiebeln. So, Freunde, hier ist er. Mein Coney Island Chili Dog. Und der wird jetzt probiert. Das Chili, eine richtig schöne Schärfe, nicht zu viel, kommt richtig gut. Ist jetzt auch nicht vergleichbar mit so einem Chili con Carne. Also ein bisschen anders ist das schon. Die Wurst schön warm, klar, die konnte schön in der Soße ziehen. Das Bun über die 2-3 Minuten auch schön, es ist warm. Oben das Topping, passt einwandfrei, Leute. Das Coney Island Chili Dog ist wirklich eine leckere Alternative. Sorry Dänemark, ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Dänemark. Aber diese Nummer finde ich wirklich geiler als das typische dänische Hotdog. Ihr kennt es ja. Ich beiß nochmal ab. Von der Schärfe muss ich sagen, ist das gerade noch so für Kinder geeignet. Wenn es euch zu scharf ist, macht es ein bisschen weniger mit Chili. Wenn ihr mehr mögt, haut noch ein bisschen mehr Chili rein. Also ich könnte es für mich noch ein bisschen schärfer vertragen, gebe ich zu. Ich esse auch gerne mal ganz gerne mal ein bisschen schärfer. Aber die Svenja isst ja auch mit. Und für die ist es jetzt gerade richtig gut, denke ich. Das passt. Von daher variiert das, wie ihr wollt. Die Mengen, die ich genau verwendet habe, die findet ihr wie unten immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr das so macht, ist es eine mittlere Schärfe. Ich gebe jetzt erstmal der Svenja ein. Die wartet nämlich schon und möchte auch gerne einen haben. Danach mache ich den Rest fertig, Freunde. Wir werden jetzt essen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Schreibt unten mal einen Kommentar rein, ob du diesen Hotdog schon kennst, ob du ihn mal nachgemacht hast und ob du ihn auch so geil findest wie ich. Oder ob du lieber auf der klassischen dänischen Variante stehst. Aber probier es mal aus. Ja, und falls du das noch nicht bist, würde ich mich hier vorne über ein Abo von dir freuen. Und auf der Seite, da blende ich nochmal 2 Videos von mir ein. Da kannst du bitte gleich nahtlos weitergucken. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Leute, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao!